Driving Distilled ist ein Jahr alt. Und für das neue Jahr haben wir uns etwas ganz Besonderes überlegt. Etwas, das dem Namen Driving Distilled gerecht wird. Dies ist eine gute Gelegenheit, den ID4 kennenzulernen, da es gerade mal ein paar Wochen her ist, dass wir den kleinen Bruder, den ID3, getestet haben. Ich fand, es war ein pfiffiger kleiner Elektro-Hatchback mit Schwächen bei Sitzen und Infotainment. Dieser Crossover ist ganz klar ein Mitglied der ID-Familie. Zumindest, wenn man ihn sich von vorne ansieht. Der Innenraum sieht deutlich besser aus und das liegt hauptsächlich an den Materialien. Die Sitze zum Beispiel sind immer noch mehrheitlich dieselben beheizten Massagesitze, aber die sind nun in Alcantara und Leder gekleidet. Und das Resultat ist ein deutlich angenehmeres Interieur. Und dann ist da noch das gigantische Panoramaglasdach, das etwa 2 bis 3 Zeitzonen umspannt. Der Radstand ist exakt gleich lang wie beim ID3. Somit bleibt die geräumige Kabine erhalten. Mit 32 extra Zentimeter fasst der Kofferraum aber nun 543 statt 385 Liter Gepäck. Ich nehme an, ein paar der 32 cm sind in die vordere Partie geflossen. Das Armaturenbrett ist ebenfalls identisch zum ID3 und wird sich vermutlich auch bei künftigen ID-Modellen wiederfinden. So schnell werden wir die Touchflächen also nicht wieder los. Das kleine Display für Tacho bleibt ebenfalls, genauso wie der Drehknopf für die Gangwahl. Das ist der ID4 First Max Pro Performance. Da ist ziemlich was los. First Max bedeutet, wie beim ID3 schon, dass es extra Ausstattung gibt, und First Max bedeutet, es gibt viel extra Ausstattung. Das wären dann die größeren Felgen, das Panoramaglasdach, schwarz lackierte Teile, die LED-Lichter vorne und hinten und dann noch das Heads-Up-Display. Pro Performance hat dann mit der Batterie zu tun. Das ist nämlich die größte Batterie hier mit 77 Kilowattstunden nutzbarer Energie. Und abgesehen vom GTX, der ja vor kurzem vorgestellt wurde und mit 2 Elektromotoren mit höherer Systemleistung kommt und Allradantrieb, aber der gleichen Batteriegröße, wäre das hier der Top ID4. Die 150 Kilowatt Leistung und 310 Newtonmeter Drehmoment gehen zwar nur auf die Hinterachse, stellen sich im Alltag aber als adäquat heraus, um die 2,2 Tonnen an Masse zu bewegen. Der ID4 beschleunigt ordentlich, ohne dass bei der nächsten Fahrt eine Halskrause nötig wird. Und auf geraden Stücken funktioniert es auch ganz gut. In den Kurven nicht so, denn der ID4, der mag Kurven nicht besonders. Und das liegt wieder mal an den Reifen. Im Gegensatz zum ID3 kommt der ID4 nämlich nicht auf Michelins Öko-Reifen, sondern auf Pirelli Scorpions. Und das ist ein Offroad-Reifen oder ein Softroad-Reifen. Das Resultat ist, ich würde mal sagen, gutmütiges Untersteuern. Immerhin zeigt dir der Reifen auf, wenn er sich nicht sehr wohl fühlt, und du kannst zum Gas gehen und das Ganze wieder korrigieren. Und obwohl das ganze Drehmoment an die Hinterachse geht, ist das vermutlich kein Auto, das du querfahren möchtest. Zum einen kannst du die Traktionskontrolle nicht ausschalten, zumindest nicht über das Menü, denn ich bin mir sicher, es gibt irgendwo eine Sicherung für die Traktionskontrolle. Und zum anderen hat VW vielleicht nicht gerade vorgesehen, dass dieses Auto quer gehen sollte. Obwohl, es wäre eigentlich noch witzig. Sollten Abstriche beim Aussehen verkraftbar sein, könnte man auch kleinere Felgen aufziehen, um ein paar extra Kilometer an Reichweite aus der Batterie zu pressen. Apropos Reichweite, die Ladung sollte gut 500 Kilometer schaffen. Der ID4 fühlt sich nicht ganz so straff wie der ID3 an. Das kann zum einen am Gewicht liegen. Der ID4 ist ein bisschen schwerer. Das kann auch an der extra Länge liegen und mit den Momenten. Die Motorleistung ist exakt dieselbe. Man könnte nun versuchen, das mit dem Sportmodus zu korrigieren. Ja, der ID4 hat einen Sportmodus. Alles in allem fühlt er sich nicht ganz so, ja, so agil wie der ID3 an. Könnte auch an dem Reifen liegen. Vielleicht ist Michelins Öko-Reifen ein bisschen besser als der Pirelli Scorpion auf normalen Straßen. Der ID4 fühlt sich halt nicht so an, als wollte er sportlich gefahren werden. Eigentlich ist das genaue Gegenteil der Fall. Er möchte, dass du dich entspannst. Vielleicht möchte er sogar, dass du die Welt um dich herum vergisst. Ich mag moderne Tempomaten nicht besonders, denn sie bremsen zu früh oder ohne ersichtlichen Grund. Und hier geht's noch einen Schritt weiter, denn Autos können ja neuerdings auch Schilder erlesen, und zwar auch die mit den Geschwindigkeitsbegrenzungen. Und dann setzt er denn das Tempolimit dementsprechend. Ist ja alles schön und gut. Aber eines Tages wirst du in der 80er-Zone hinter jemanden festsitzen, dessen Tempomat 50 erkannt hat. Schaut doch bitte einfach aus dem Fenster. Der ID4.
Ist er ein größerer, schwererer und teurerer ID3? Nun, ja. Derselbe Antrieb, dieselbe Batterie, dasselbe Interieur, dasselbe absurde Bedienschema bei Infotainment. Es gibt aber auch Unterschiede. Es ist ein hipper Crossover mit einem größeren Kofferraum, der auch ein wenig komfortabler ist. Und ein wenig teurer. 46.000 Schweizer Franken sind ziemlich viel Geld für einen kleinen Crossover. Aber wer beim Elektrospiel mitmachen will, der muss ins Portemonnaie greifen. Ich mag den ID4, aber wisst ihr, welchen VW ich mir für 64.000 kaufen würde? Den Golf R Kombi. Das war nicht vorauszusehen, was?